Leute, willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon. Ja, hallo? So, wir gehen aber ein bisschen Scheinungs gegen Körper drauf. Kurz was, ne? Level 6, nice, es gibt wieder gute Erfahrungspunkte. Okay, so gut auch nicht, aber ein bisschen. So. Ich hoffe, es war irgendwann schneller als Carpador. Nein, ist auch noch ein Volltreffer. Come on! So, ich hab gesagt, ja, ist auch normal, wenn Körper nichts anderes kann. Ich weiß gar nicht, seit wann überhaupt Körper so dann tackle kann.
Start. Jetzt wird Zeit, Level 6 endlich. Komm, oh, beiß doch mal bitte was an. Oh Mann, ey. Bitte. Danke. Bitte ein hohes Level. Ein Level 3. Ich muss mal gucken, wegen Evolis, da will ich mal genauer nachgucken. Pokémon Diamant, Platin. Trophäengarten. Wir kriegen eins Herz oben geschenkt. Und sonst Trophäengarten. Eine 5% Chance haben wir. Kurz hier gucken. Wir brauchst du noch 36, also 2-3 Kämpfe brauchst du noch.
Jawohl, Level 10er. Oh, das gibt Erfahrungspunkte. Das gibt Erfahrungspunkte. Dann noch mal ein drittes Mal jetzt. Was? Das wird wieder die Erfahrung von mir geben. Wir werden erstmal eins auf Level 10 kriegen. Okay, es zieht aber nichts ab. Bitte nochmal Verteidigung senkt. Und viertes Mal. Wir müssen uns in ein Eboli fangen. Weil das andere kriegen wir ein Herz oben geschenkt. Wobei ich weiß gar nicht, welches Level das geschenkt ist. Wir müssen uns zwei Evoli fangen. Weil wir kriegen das erst nach Erhalt des nationalen Pokédex. Come on, ey. Wie lange soll es dauern? Ja. Linux. Ah, da ist noch kein Level Up. Der hat 5er diesmal. Wenn wir den Entscheidungs auch die Trainerschule machen. Aber können wir noch? Die Puppen sind, glaube ich, mal in der Trainerschule 5. Let's go. Mit dem Crit können wir ihn besiegen, aber. Nee, war klar, wird kein Crit Pick. Ach komm, wir gehen ja jetzt in der Schule. Macht keinen Sinn, die ganze Zeit. Dings zu machen. Jetzt zwei Level drüber, wir haben. Dings.
Wir haben die Attacke Silberblick. Die wird eigentlich schon gut weiterhelfen dabei. Weil wir erst den Typ mit Abra, ich weiß der eine hat irgendwann Abra. Dass er eh nur Teleport kann. Glaube ich zumindest. Meine ich, hoffe ich. So, let's go. Level 6 sogar. Okay, kein Kraftreserve. Okay. Alter. Er wird ein Leben gehen. Also mit Medita irgendwie. Aber irgendwie was zu machen. Eine Kraftreserve ist eine eklige Attacke. Okay, wir gehen auf Pimper. Dann wird er zweimal, eigentlich im Sommer müssen zweimal Silberblick auf Bedienstag wechseln, heilen und dann ja. Wieder Freinux. Nimmt man für Level 10 jetzt. Ich hoffe, dass jetzt es besser ist, der Kampf. Das war auch wieder ein Abra. Ich will auch wieder Kraftreserve können. Worauf ich eigentlich nicht so viel Bock habe, aber egal. Lieber werden wir direkt die Strat gehen hier. Dafür könnte sich heilen. Er macht 8 Schaden. Das heißt 3 Hits wenn wir aushalten, aber jetzt wird es mit dem nächsten Hit besiegen. Wobei das Ding hat nur 7 Damage diesmal gemacht. Aber gehen wir jetzt kämpfen mit dem Medizin.
in seine starre Linie einzuwechseln. Aber Lisa wird ja kein besten Bestandteil unseres Teams. Kein Level 8, jawohl. Bei Level 9. Das gefällt mir, sind beide Level 8. Euer Vollstein, super Tacker. Also wir haben eine Karte bekommen. Der Zähling wird ja relativ einfach bei den Pokémon. Glaube ich, alle Pokémon, die in der Arena eingesetzt werden, sind glaube ich Gestein Boden. Was schon relativ easy ist. Wie viele Sinnoh-Pokémon gab es überhaupt mit dem Typen da? So, jetzt Pockets bekommt. Nummer 1. Punkt Nummer 2. So, Punkt Nummer 3. War der dritte, aber war der Jöder, ist ja. Alle drei Pockets bekommt. Und wir haben eine Uhrzeit. Okay, wir haben Pokémon mit dem Typen Vorteil. Das bringt uns nichts, wenn wir keine Elektroattacke haben. Aber es ist Level unter uns. Boost erstmal hoch. Wir schwenken es eher gesagt erstmal. Okay, der geht's gegen
Vielleicht können wir es auch so baiten, dass wir dann auf Beliza wechseln. Okay, es macht keinen Sinn, weiter zu kämpfen. So. Wir gehen auf Polizei, wir save die Erfahrungspunkte für Kainux. Polizei wird für nicht so viel abziehen. Ich gehe auf Save. Ich verschwende ihren Pokéball. Ich gebe mir eher Starly nochmal Erfahrungspunkte mit. Wechseln auf Scheinungs wechseln dann direkt wieder auf Staralili. Bei einem Erfahrungspunkte mitnehmen. Wir ziehen noch irgendeine Damage jetzt, ja. Weil wir einen Outfeller. Oh, nice. GG. GG. Wir haben Level 9. Ladevorgang brauchen wir eigentlich. Und Staralili erreicht sein nicht Level 10. Schade. Plus 900 Poké-Dollar. Ah, aber das letzte Mal zu Level 900. Soll sie eher mal zu Poké-Center oder Pokémon heilen? Ich bin mal gespannt beim nächsten Mal, wie ich mit seinen Beinen kämpfen muss. Da sieht das echt nicht an. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasst auch nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.